Ich hasse FL Studio! Was, Bruder? Okay, okay, ich arbeite seit 5 Jahren mit FL. Ich kann es in- und auswendig. Und wenn ich ehrlich bin, liebe ich es auch ein bisschen. Aber es gibt eine Sache, die mich zur Weißglut treibt. Welche das ist und ob sie der Vertrautheit, die ich mit FL gewonnen habe, überwiegt in diesem Video. Let's go. What's good, YouTube? Mein Name ist Selma. Herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Danke, dass du eingeschaltet hast und wir gehen rein ins Video. Ich mag den Workflow in FL. Zum Beatsbauen ist es einfach mega. Und nicht ohne Grund benutzen es so viele Leute und auch ich schon so lange. Es fühlt sich einfach an wie Zocken. Aber es gibt einige kleine Dinge, die ein bisschen nervig sind. Zum Beispiel, Basses sind nicht so geil, Sidechaining ist nicht so geil, du kannst nur 10 Effekte auf einem Channel haben. Aber das sind alles Sachen, die sind jetzt nicht so dramatisch, da kann man drum herum worken und damit kommt man klar. Es gibt aber eine Sache, die macht mich komplett fertig. Ich habe ein 2000 Euro MacBook und ich kriege es nicht hin, eine größere Datei zu laden, ohne dass es komplett knacken und ihr Audio mich einfach fertig macht. Wie groß die Dateien sind und warum sie laggen, zeige ich euch gleich, aber eigentlich müsste das doch echt machbar sein. Und deswegen mache ich einen großen Schritt. Ich möchte eine neue DAW ausprobieren. Und selbst wenn ihr davon nicht betroffen seid, ist das, glaube ich, ein super lustiges Video, weil ihr seht, wie ich einfach verzweifeln werde, eine neue DAW zu lernen. Alright, Friends, ich bin jetzt hier auf der Ableton-Seite und ich bin super gespannt, was da jetzt rauskommt. Ich glaube, es gibt eine kostenlose Version, Testversion. Hä? Ah, hier haben wir es auch schon. Die laden wir uns doch direkt mal runter. Okay, die Datei läuft drunter, es dauert ja ewig. Hä? Was soll das denn? Frechheit. Ja, okay, es wird weniger. Ich weiß auch schon, was ich da reinladen werde, und zwar einen Song von mir mit allen Presets und allen Sounds und so weiter, die in der FL-Datei sind, weil genau da funktioniert das nicht. Und dann haben wir direkt so den Test, ob Ableton wirklich besser läuft auf meinem schönen M1 Mac oder nicht. Ich glaube, das ist eine gute Idee, dass wir zwar super nervig, alle Spuren rauszurendern, die Effekte zu übernehmen, die Presets wiederzufinden. Aber was tut man nicht alles für das Experiment? Und damit wir einen Vergleich haben, zeige ich euch jetzt, wie die Datei in FL Studio klingt. Bro, so kann man doch nicht arbeiten. Und ich habe noch nicht mal was gemacht. Wenn ich jetzt noch am EQ oder so rumworke, dann wird es noch viel schlimmer. Aber woran liegt das jetzt eigentlich? FL Studio ist leider super schlecht für Mac optimiert. Die Mac-Version kam ja erst später dazu und ich habe das Gefühl, die haben die einfach schnell gemacht, damit die Mac-User abgreifen können, aber so richtig laufen tut's nicht. Und vor allem mit den M1 Macs, also diesem neuen Chip von Apple, der quasi nochmal was komplett Neues ist als die gängigen Intel-Chips, läuft es einfach richtig scheiße. Weil der Chip so gut ist, er ist viel besser als die besten Windows-Chips, schafft er es, das umzurechnen und normal Beats bauen und so funktioniert. Aber wenn ich dann dabei irgendwie noch streamen will oder eine größere Datei machen möchte, wie quasi ein Song, einfach keine Chance. Läuft einfach nicht. Und da ihr das jetzt gehört habt, schauen wir mal, ob das in Ableton besser läuft. Aber erstmal seht ihr den Kampf. Selma gegen Ableton. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich öffne das erste Mal Ableton. Ich muss mich noch anmelden. Let's go! Ich bin so gespannt. Okay, also es ist scheinbar wie in FL, dass ich erstmal irgendein Programm geladen bekomme. Ich hoffe, ich kann überhaupt eigene machen. Okay, ich bin in einem Tutorial. Und versuche jetzt so die Basics zu lernen, um erstmal klar zu kommen. Und dann ziehe ich das Projekt rein. Ich melde mich gleich wieder. Es gibt die ersten Probleme. Also erstmal hier, kleines Update. Guck mal, ich habe schon was hingekriegt. Aber ich weiß nicht, wie ich die Plugins wieder öffne. Also ich habe sie reingekriegt, aber wie mache ich das jetzt wieder auf? Hä? Ich verstehe es nicht. Okay, das Problem wurde gefunden. Also hier ist mein Plugin. Und wenn ich das wegklicke, so, und dann einfach hier hinklicke, zack, ist es wieder da. Und wenn ich dann hier hingehe, so, dann geht es weg. Das wusste ich aber nicht. Ich habe dann einfach hier das so weggemacht. Und jetzt geht das nicht mehr. Hilfe! Wie ändere ich das? Oh mein Gott, ein super lieber Follower auf Insta hat mir geholfen. Vielen, vielen Dank an dich, solltest du das sehen. Aber es ist auch, gebt euch das. Es ist dieser Button. Oh, heilig. Okay, ich glaube, es ist Zeit für nächstes Status-Update. Ihr seht es wahrscheinlich am Licht, tippe ich mal. Ich bin ganz schön lange da dran jetzt schon, aber der Beat steht. Aktuell sieht die CPU-Auslastung auch noch sehr gut aus. Also ich bin gespannt, wie es gleich mit Vocals wird. Friends, ihr seht, ich habe mein Licht angemacht. Es ist schon spät. Ich sitze echt lang. Ich habe locker 6 Stunden oder so heute in Ableton verbracht. Aber Freunde, ich bin komplett gehypt. Also erstmal, ich musste die DAW von Anfang an lernen. Zwischendurch gab es auch ziemliche Frustmomente. Aber ich bin eigentlich mittlerweile echt schon ziemlich gut vertraut mit dem Workflow. Ich glaube, wenn ich das jetzt noch 2-3 Wochen mache, dann komme ich schon echt sehr gut klar. Natürlich muss man sagen, FL ist mein Baby. So, ich work schon so lange mit FL. Aber zumindest geht es in die Richtung. Und ich kriege alles hin, was ich machen will. Und wir sind bei 50% CPU-Belastung. Ich habe alle Effekte drauf. Alles genau wie in der FL-Datei. Ich kann easy noch mastern in der File. Es... Du hast mein Leben.
Okay, ich zeige euch aber noch nicht zu viel von dem Song. Das ist für ein anderes Video bestimmt, aber ich bin helle Hype von Ableton. Und wechsle ich jetzt? Ich bin mir ehrlich gesagt unsicher. Also, ich finde Ableton super, super cool. Man kann sich auch echt schnell damit vertraut machen. Also, ich work damit jetzt schon seit ein paar Tagen und ich komme ganz gut klar. Ich kann mir gut vorstellen, das langfristig zu benutzen, aber irgendwie ist FL so ein Teil meiner Geschichte und ich arbeite schon so unfassbar lange damit, dass es schwer ist zu wechseln. Schreibt mir gerne eure Meinung dazu in die Kommentare. Wie fandet ihr das Video? Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, haut rein. Ciao, ciao.